wollen Sachen. So, wer hat Bock, sich zu verlaufen? wir spielen Backrooms. Vielleicht mag dem einen oder anderen das ein bisschen geläufig sein, worum es ging oder halt generell, was die Backrooms sind. Ist ja momentan doch schon ein bisschen populär. Ist eine Creepypasta, Alternate Reality-Spielerei. Finde ich immer ganz spannend. Ja, davon gibt es jetzt halt auch mehrere Spiele. Das ist jetzt eine Version davon. Ja, wir werden mal schauen, was passiert. Soweit voraus. Wir landen in Level 1 für alle, die sich ein bisschen auskennen. Und ein Monster ist vorhanden und wir müssen da halt wahrscheinlich rauskommen. Mal sehen, wie erfolgreich wir dabei sind. Ich wollte das eigentlich größer machen. Geht nicht. Okay. Hey. Ja, nimm auch. Über die gleichen zwei Ordner drin. Ah, hier. Pop das Dokument in Kabinett. Sie hier einfach reinlegen. Achso, G. A, B, C, D, E, F, G. Jetzt habe ich verstanden. Das A. Oh, ist der schaukelig. Die wie Dora. Und L. Wie Luftballon. Dem ging's nicht gut. Oh, ja. Ich kann so hinlegen. Kann ich mir Weg markieren wahrscheinlich. Ja, hat eigentlich eh keinen Sinn, weil ich komme hier eh nicht wieder raus. Gibt es eine Möglichkeit, aus den Backrooms rauszukommen? Die Steuerung ist halt echt komisch. Es ist Level 1, glaube ich. Hier dürfte eigentlich nichts rumlaufen. Level 1 war monsterfrei. Aber für ein Spiel wäre es schon sinnvoll, wenn ein Monster drin ist. Oder kommen wir weitere Levels runter. Vielleicht bei dem Geräusch hinterher. Ah, guck mal, das ist unser 5. Nur da ist das Licht kaputt. Ist halt auch ohne Sinn und Verstand hier durchrennen. Juhu. Es wird dunkel. Ich glaube, so sollte man das nicht spielen. Von Taktik halte ich nicht viel. Ah, hier geht's runter. In welches Level kommen wir? Ich kenne halt nur ein paar. Oh, ich habe den Ausgang gefunden. We try. War das jetzt gut oder schlecht? Sind wir gestorben oder haben wir gewonnen? Ja, wir sind in den Backrooms. Wir haben natürlich aus Prinzip erstmal verloren, weil wir überhaupt hier sind. Wir kommen hier nicht raus.
Ich kann hier schon mal ein Papier hinlegen, da weiß ich, hier war ich schon mal. Hier sehr dunkel. Ah, guck mal, ein Bürostuhl. Du hast ein neues gefunden. 7. Eine Tür. Nö, keine Tür. Verarsche. Ah, hier. Guck mal. 4. Müssen wir aufwärts, abwärts oder ist das ein Code? Ist hier eine Zahl drauf? 9. Fleck, 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 Fleck. Warte. We try. Okay. Watch out wahrscheinlich davor. Muss ich alle Möbel finden? Habe ich hier überhaupt ein Objective? Kann ich einfach nicht durch die Wand klitschen? Nee, schade. Oh, das ist so, bringt mich das einfach nur. Nee, hier ist nichts. Ich hatte ja gehofft, vielleicht kommt das Zoom mir irgendwie zur Hilfe, dass ich irgendeinen Gegenstand finde. Nicht so wirklich. Das Summen hilft mir so kein Meter weiter. Ach hier, guck mal, hier sind wir wieder an dem Ding zurück. 5. Ist er wieder? Ist hier durch? Exit? Die Wand hoch, ja, schwierig. So Freund oder Feind? Wahrscheinlich Feind. Ich denke nicht, dass irgendwas Nettes hier rumläuft. Da ist das Loch. Okay, er verfolgt mich. Hätte ich mir eventuell denken können. Sind die Menschen. Ist das Geflüster gut oder war das Kollege? Ne, der hat ja gegrunzt. Muss ich die finden? Ist hier irgendwo ein Lager? Ich habe das andere Loch wieder gefunden. Ich weiß auch nicht, wo ich dann hier wieder starte. Starte ich am Anfang?
Follow Voice ist okay. Das ist richtig aufgemalte Tür. So, the door got lost. Ja, da ist die Tür. Aber es ist halt nicht die Tür. Oh, das habe ich eben noch gar nicht gesehen. Da Licht. Dein Lampe. Okay, ich muss die Geräusche wiederfinden. Wir haben ein Objective. Wir müssen die Geräusche finden. Da ist die Schublade. Okay, das war Licht, das ich war Reflexion und keine Taschenlampe oder so. Help, I'm lost. Ja, ich auch. Also sind wir wieder hier. Hier ist sehr dunkel. Hier ist heller. Ich hätte irgendwo ein Stück Papier hingelegt, wo die Geräusche waren. Ich müsste das Papier wiederfinden. Ich sollte mir vielleicht auch einen Plan machen. Ne, da bin ich ja gerade lang gedüst, glaube ich. Es war irgendwo so eine ganz enge Spalte, wo ich. Ah, nee. Ich bin immer rumgelaufen. Haha. Muss durch bin. Für die Geräusche. Nee, die hatte ich gleich davor auch gehört. Wie will ich hier? Da ist der Stuhl. Da bin ich gestorben. Das war dieses Watch Out. Oh, Digga! Nein! Oh, hier war das mit den Geräuschen. Musst du da durch? Ich habe die Schmierereiwand gesehen. Okay, hier ist halt eine offene Stelle. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Okay, in die Nähe dieser. Ey, der nervt so ein bisschen. Wäre ich aber nicht los. In der Nähe von dem Wackeltisch. Da sind die Geräusche. Aber da ist auch unser Udo wieder. So getrunken? Bist du jetzt fertig mit Wackeln? Okay. So, ich würde den Tisch finden. Aber den Tisch kann ich leichter finden. Er schon wieder hinter mir her. Oh. Ich höre ein Stampfen, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da. Okay. So, ich muss mit meinem Hundi kurz raus. Ja, das war dann das Ende. Hundi musste raus. Wir sind vorher immer verloren in den Backrooms. Ich weiß gar nicht, ob es ein Ende gibt. Also, wir haben ja schon eine Weile gespielt. Ich habe einiges rausgeschnitten. Ich war da doch schon eine Weile unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur dumm bin oder einfach es gibt keinen Ausweg. Beides macht Sinn. Wie gesagt, wer sich mit den Backrooms ein bisschen auskennt, es gibt zwar Wege aus den Backrooms rauszukommen, was ist sehr unwahrscheinlich. Ja, wie gesagt, es war Level 1. Es gibt ja mehr Level, die man halt runtergehen könnte. Deswegen dachte ich auch, das Loch nach unten würde uns dann halt in ein weiteres Level führen. Hat es nicht getan, es führt in den offenen Tod. Passiert. Ja, Stimmen haben wir nicht gefunden. Wir wissen nicht, wo die Stimmen herkommen. Und wir sind halt, wie gesagt, für immer verloren. Ja, dann hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt. Ich war etwas verwirrt, aber das Spiel an sich ist eigentlich auch ganz nice. Ist auch in der Videobeschreibung, wenn ihr das dann selber spielen möchtet, die Erfahrung teilen möchtet. Vielleicht hat der eine oder andere das Spiel auch gespielt und tatsächlich das Ende gefunden. Ich bin ja auch ziemlich planlos durch die Gegend gelaufen, weil ja,
Planen und Labyrinth und so weiter. Immer so gut Glück. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Dann danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten.